Speichern und Endboss. Ein Tausendfüßler mit nicht ganz 1000 Füßen, aber oh nein. Ja, also er springt in Einzelteile, wenn wir. Nein! Yay. Nee, wir haben es nicht geschafft. Hä, wie entkommen wir denn diesen Teilen? Okay, ich guck mir das nochmal an, wie die springen. Okay. Ich bemerke nichts. Aber irgendwie sind wir da wohl entkommen. Oh! Fenster verschoben. Bin ich an mein Touchpad gekommen. Nein! Ich teste das nochmal, wenn mich das Teil paralysiert, dann... Na, ich weiß nicht. Ich teste das nochmal. Testen wir das nochmal hier. Ah, ich muss hier ungefähr schon. Okay. Irgendwas. Muss mal. Das klappt ja sogar. Dann ist der ja auch gar nicht so schwer und wir haben ihn geschafft. Das war auch schon mein vierter Part. Wir haben also Fat Cats Base erreicht. Wie sollen wir denn da dran vorbei? Nein! Ja. Ich nehme mal eine Kiste mit. Zur Sicherheit. Oh. Ein Kojote. Wie kann man den jetzt beschreiben? Ein Hund mit Klosaugern bewaffnet. Der sogar zwei Schüsse aushält. Also gehe ich den mal direkt aus dem Weg. Saven. Save. Also das sind wohl seine Kumpanen. WTF? WTF? Macht so eine Waffe in so einem Spiel. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, jetzt. Spring.
Ah, man kann doch einfach. Nee, kann man nicht. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und sterbe hierbei. Die sind ja einfach an mir vorbei in den Tod gesprungen. Einfach drunter durch. Was ist das? Ah. Das deaktiviert also die Äxte hier. Und was ist das? Saving. Wow. Ich hab genau richtig gesaved. Nein. Okay, speichern wir hier einfach mal. Ich komme nicht an den Typen vorbei. So geht's natürlich auch. Ich habe aber keine Lust, gleich die Level nochmal zu machen. Oh. Er wirft mit seinem Hut. Ein Klingenhut. Oh. Oh. So geht's natürlich auch. Save. Nein. Da sind wir auch schon beim Endboss. Glaube ich. Oder auch nicht. Jetzt sind wir aber beim Endboss. Ich habe gespeichert und er schmeißt Katzenkot auf uns. Okay, etwas rechts vom Ball. Ah, immer. Okay, dann habe ich es auch durch. Ach, der schmeißt es regelmäßig. Okay, wir sind. Ich lade einfach erstmal. Vielleicht schaffe ich es ja an einem Stück. Okay, nein, versuchen wir es nochmal mit ein paar mehr Leben. Ich schmeiß aber ganz schön viele
Wir haben es geschafft. Wir haben den dicken Fat Cat besiegt. Wir haben es denen aber gezeigt hier. Er kommt aber bestimmt wieder. Wie in der Serie, der lässt sich einfach nicht besiegen. So wie Bowser zum Beispiel. Der lässt sich ja auch nicht wirklich besiegen. Er kommt ja immer und immer wieder. Und das waren sie, die Retter des Lichts. Die Ritter des Rechts, meine ich. The Rescue Rangers. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Also, und das war's auch schon mit dem Chip und Chap Let's Play. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei meinem nächsten Let's Play. Tschüss!